So, das gestern kannst du jetzt auch wieder von mir aus weitergehen, sofern das ja alles wunderbar läuft. Scheint so zu laufen. Aber nicht, wir haben noch kein neues Gebiet, das wir freischalten können oder was wir nehmen können. Das heißt, die Frage, wie erweitern wir das? Was machen wir jetzt? Könnten natürlich uns hier schon mal anfangen niederzulassen. Wäre eine Möglichkeit. Meine Fresse. Okay, jetzt. Ich habe das Gefühl, dass es noch sehr verschneit ist, ja. Wie sieht denn das überhaupt? Haben wir das hier? Haben wir die, ne? Schneeflüge im Einsatz und voll im Einsatz. Das auch. Können wir das hier erhöhen oder sowas in Richtung mit Budgets? Jetzt schon 9, okay, 9000 sind es nur. Bei es auf 150 sollte das sein, ne? Vielleicht geht das noch ein bisschen voran. Dann sollten wir brauchen halt vielleicht auch andere Orte, wo die auch unterwegs sind und so weiter. Wie verfahren wir jetzt hier? Was haben wir denn hier für eine Straße? Kann ich nicht draufklicken? Warum auch nicht? So, eine Beta mit Buslinien, okay. Dann suchen wir uns die mal. Wobei, wir haben gerade überhaupt gar keinen Demand. Beta mit Buslinien, sechsspurig. Large wird das ist wahrscheinlich. Wir können aber nichtsdestotrotz. Das schon mal andeuten. Und wir sind eine Metropole. Heißt, wir haben jetzt ein weiteres Gebiet und Flughafen. Und oh Gott. Hier gibt es auch nur weitere Gebiete und Monumente. Okay. Jetzt brauchen wir noch 15.000 mehr. Vielleicht sind wir schon mal fürs Erste. Jetzt ist die Frage, wie wir wirklich weiterverfahren. Oder war es hier noch mit Bäumen? Mit Bäumen war das das, oder? Ach Mensch. Dann graden wir das einfach mal ein bisschen. Ich wollte gerade fragen, ob die deswegen so weiß sind. Aber das ist tatsächlich der Schnee. Der war das. Ganz vergessen. So, dann ist ja schon. Krass, dass wir immer noch so einen starken Wachstum haben. Ich bin halt echt am Überlegen, ob wir, wie heißt das noch gleich, ob wir, ich hab's wieder vergessen. Wir haben ein weiteres Gebiet. Wir können überlegen, wo wir jetzt hin wollen. Wollen wir hier das ausbauen und dann uns, ich meine, die 85, die haben wir schnell erreicht. Das sind, okay, also schnell. In Anführungszeichen zwar, aber doch relativ flott. Das ist halt die Frage, wo wollen wir weitermachen? Ich würde sagen, wir erweitern hier, dass wir auch diesen Zipfel haben. Oh. Das stimmt, es sind ja Blitze. Es ist ja Gewitter. Da sind ein paar Blitze eingeschlagen, wie wir sehen. Der Wald ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Dann holen wir uns dieses hier. Haben wir das auch? Oh Gott, da wird noch der Zipfel. Na toll. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier weiterverfahren. Ich würde sagen, wir verfahren hier weiter mit einer vierspurigen Straße. Die geht dann so erstmal hier so entlang. Ich wollte aber dieses nehmen. Das war erstmal relativ schnurgerade, aber es gibt natürlich auch Bindungsstraßen. Geht denn
Hier erweitern. Endet es vielleicht dort? Mal gucken. Oder bauen wir noch eine Connection dahin? Nee, zumindest nicht dorthin. Dann wird es halt anders ab hier. Auch wieder mit Bäumen, würde ich sagen. Und dann können wir hier vielleicht diese... Ah ne, die sind ja auch hier. Diese Suburban Roads. Wobei... Wollte ich auch schon vorher haben? Ich weiß es gerade nicht. Ne, wir nehmen nicht die, wir nehmen die ganz kleinen hier. Haben wir den kleinen Teil zumindest. Ich würde sagen, wir bauen das einfach mal hier ein bisschen aus und... Ja. Thank you.
müssen wir noch ein paar Notverdienste hier reinpacken. Feuerwehr, einmal hier und einmal vielleicht nochmal hier. Wie ihr gesehen habt, ich habe mich so ein bisschen an, wie heißt das? An den Straßen so ein bisschen geordnet. Ach du. Genau, was ich noch gedacht habe, was vielleicht auch clever wäre. Wenn wir hier einfach mal mit daneben ran auch nochmal so ein Ding machen, dass sich halt auch Leute nochmal losgeschickt werden. Und auch die in Einsatz fahren können. So dass es auch die ein bisschen sich mehr freier und schneller bewegen können. Hallo, danke. Ja, schon ein bisschen was aufgebaut. Ich finde es immer noch faszinierend, dass wir trotzdem immer noch so stark steigen. Also die Frage ist halt, okay, wir sind hier halt auch immer noch von den Wohngebieten her nicht auf höchster Stufe. Erhöhen Sie den Bodenrichtwert. Vielleicht können wir uns ein bisschen um die Upgrades auch ein bisschen kümmern. Bodenrichtwert, das ist wahrscheinlich der hier. Naja, der Bodenrichtwert. Der ist ja eigentlich relativ gut. Kranke Bürger. Ja gut, dann machen wir das halt so und versuchen hier nochmal ein bisschen... Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, welcher das war. Es gab doch irgendwie solche Sachen, die sogar relativ gut waren von dem Mods, ne? War das hier nicht so ein riesiges Gebiet, ja. Das ist 4x5 und das ist 5x2. Zumindest ist es da, auch wenn es echt ein schlichter Ort ist. Aber es sollte doch eigentlich den Richtwert erhöhen, oder nicht? Oder bin ich jetzt blöd? Hier brauchen wir auf alle Fälle auch nochmal sowas. Oder steigt der Bodenrichtwert dadurch gar nicht? Wahrscheinlich höchstens ein bisschen, oder? Krisenaufbau der Fürsterstufe, stärkt durch Parks, Plätze und gute Dienstleistungen. Ja, eigentlich mit Parks und so weiter, das ist doch eigentlich schon ganz richtig, oder nicht? Ich schreibe mal die Niederschlagsgedöns hier mal aus. Kommt da vielleicht mal ein bisschen hinterher. Muss ja nicht durchgehend schneien, ne? Bodenrichtwert und das andere vielleicht mit dem Level. Okay, nicht wirklich. Der Bodenrichtwert ist relevant. Der ist ja hier eigentlich in manchen Gebieten ist ja schon ziemlich gut. Auch hier. Steigen tun sie aber gerade nicht wirklich. Müllberge und so weiter, genau, Müll. Das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Die Auslastung ist natürlich schon wieder riesig. Das geht halt da auch wieder rein. Vielleicht hier nochmal zwei platzieren. Ich meine, das ist ja halt zwar auch etwas, was irgendwie da so ein bisschen mit reingeht, aber... Also, es ist ein bisschen belastet, das Ganze, aber... Wir haben ja im Prinzip, okay, das Sonnenintensität nicht so gut, das ist natürlich klar. Jetzt haben wir zwei Talviertel, das ist natürlich auch wieder dämlich.
Dann nennen wir dieses Tal, Viertel, Straßen, wo ich mir so schaffen kann. Ich wollte das gar nicht so machen. Talviertel. Keine Ahnung. Gib mir einen anderen Namen. Das ist natürlich jetzt zu belastend. Nennen wir es einfach mal Flussviertel, falls wir das noch nicht haben. Ich fällt gar nichts Besseres ein. Ja. Die brauchen Wasser und so weiter. Das ist natürlich wichtig. Keine Frage. Genauso wie Strom ist natürlich auch sehr wichtig. Dann können die jetzt auch wieder arbeiten. Oder können jetzt auch arbeiten. Oh. Kleine Death Wave, wie es aussieht. Wir haben Winter, das ist natürlich schön, dass man das da auch sieht, wo das angezeigt wird. Genau, was sieht es denn hier aus? Okay, hier müssen wir auf alle Fälle noch Upgrades reinklatschen. Da können wir definitiv noch ein paar hinpacken. Hier vielleicht. Dann sind sie auch zufriedener und sollten auch früher oder später so langsam ein bisschen Upgrades uns geben. Muss man so zu bezeichnen. 12.000 haben wir hier. Gut, das größte Viertel ist wahrscheinlich... Ne, wir haben Olivenviertel ja zu einem gemacht. Ne? Olivenviertel ist wahrscheinlich das größte, oder? 18.000? Klingt so wenig. Oder ist das Auenviertel das größere? Auenviertel, 27.500. Da sind alle unsere Leute. Hier brennt es. Da sollten sie doch... Die Frage ist, upgraden die oder upgraden die nicht? Wir haben hier ein großes Polizeiproblem. Packen wir mal hier eine Zentrale hin. Vielleicht reicht das ja aus. Oh, sie kommen zumindest hin. So ist es nicht. Ich kann aber nochmal hier eine platzieren. Dann ist es auf alle Fälle versorgt. Hier vielleicht... Hier vorne eine kleine Polizeistation, vielleicht für diesen Abschnitt. Hier brauchen wir prinzipiell nicht auch eine. Weil ich schon eher sagen würde, wir brauchen eher eine große. Da auch ein bisschen Kriminalitätsrate bei 7% ist natürlich schon mal nicht schlecht. Die haben keinen Strom. Hier unten brauchen wir vielleicht auch noch mal eine kleine. Hier in diesem Bereich. Und doch noch eine große, damit sie mehr erreichen können. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind natürlich viele Tote, ne? Das ist natürlich auch klar. Da haben wir gerade diese Death Wave. Wir haben ja aber natürlich auch gar nichts wirklich... Wir haben ja nichts gemacht mit denen. Das ist natürlich klar, dass die krank sind und nicht wirklich... ne? Wenn wir nur uns um Krematorien gekümmert haben. Das ist natürlich... Eine Sauna ist natürlich jetzt auch relativ gut. Zu haben. Aber in diesem Bereich
Bereich zumindest nochmal ein bisschen mehr Zufriedenheit, beziehungsweise ein bisschen mehr Gesundheit. Dann können wir noch hier eine platzieren. Eine Sauna hier wäre natürlich auch nicht verkehrt. Oh Gott, wir geben zu viel Geld auf sich gerade. Hoppla. Ja, das mit dem Schnee ist natürlich ein starkes Problem. Dass wir scheinbar... Wir müssen... Oha. Ja klar, wenn wir eine richtige Death Wave haben, ist es klar, dass wir Geld verlieren und so weiter. Aber so viele... Man muss ja gerade wirklich richtige Probleme geben gerade. Die Kapazitäten sind halt auch wirklich miserabel. Ist denn der Winter, wirkt er sich aufs Spiel aus? Das habe ich mich eigentlich... Habe ich doch nie mich gefragt, ob das irgendwie ausschlaggebend ist, ob das gravierende Veränderungen hat, mit sich zieht. Sieht man denn, weswegen sie krank sind? Verschmutztes Trinkwasser. Was? Nicht. Das ist aber sehr gut zu wissen. Was war das hier? Nee, Müll. Das ist nochmal Verschmutzung, oder? Verschmutzung. Hä? Aber warum? Wir beziehen unser Wasser von hier. Das ist doch nicht schmutzig. Aber warum haben wir eine Trinkwasserverschmutzung? Haben wir Vorratstank? Ich glaube, wir haben weder einen Vorratstank noch eine Pumpstation, kann das sein? Ich verstehe es gerade nicht, warum das ja so eine Verschmutzung ist. Wo kommt die her? Die müssen beheizt werden, okay. Liegt das daran vielleicht? Ich verstehe gerade echt nicht, woher die Verschmutzung kommt. Vor allem, die ist auch nicht so krass gravierend, dass wir so viele Menschen verlieren, oder? Also, gut, wenn es halt überall reingeht, dann klar, es ist natürlich klar, dass dann sehr viele... Aber ich meine, wir beziehen das Trinkwasser nur von hier und hier ist doch keine Verschmutzung, oder bin ich blind? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Es müssen aber wahrscheinlich noch ziemlich viele jetzt wieder abgeholt werden, kann das sein? Okay, es gibt auch wieder hier Upgrades. Ist auch schon mal gut. Gesundheit. Wir haben noch sehr viele kranke Bürger, ja.
Wenn wir das Budget jetzt 33.000 temporär erhöhen, geben wir das ab 100% am Tage, erhöhen wir das. Und hier machen wir es vielleicht umgekehrt, dass in der Nacht mehr gedingst wird. Erhöht dann, ist dann die Kapazität erhöht oder nicht? Oder kommen sie, nee, die Kapazität natürlich nicht, aber dann sollten sie eigentlich schneller vorankommen, auch nicht durch höheres Budget. Ich meine, die Ausgaben sind halt schon immens, ne? Steht, glaube ich, außer Frage. So große Einnahmen haben wir natürlich jetzt auch nicht, weil wir so viele Menschen verloren haben. Aber vielleicht können wir das ein bisschen unter die 2900 pushen. Ich glaube, ich würde sagen, ich pushe das einfach mal unter die 2900. Lass das einfach mal so ein bisschen laufen und nehme morgen mal wieder ein bisschen weiter auf.